So, jetzt beweisen wir mal wieder einen Satz zum GGT und zwar folgende Aussage. Na, der GGT von drei Zahlen A, B, C ist das gleiche wie der GGT vom GGT. A, B und C. So. Also, der GGT von A, B, C, also hier links das, da ist natürlich mit gemeint, man nimmt den größten gemeinsamen Teiler der Zahlen A, B und C. Also diejenige Zahl, die alle drei Zahlen teilt und ja, die größte davon. Ne? Das ist die gleiche, wie wenn ich erstmal den GGT von A, B bestimmen würde. Und anschließend nochmal den GGT dieser Zahl und der Zahl C bilden. Also ich kann letztlich, wenn ich den GGT von drei Zahlen bilden will, erstmal den von zwei bilden und dann das Ergebnis wiederum mit der dritten Zahl verknüpfen, mit der Operation GGT. Gut, wie kann man das beweisen? Manchmal ist es so, dass man eine Gleichheit ganz gut beweisen kann dadurch, dass man zeigt, dass die linke Seite kleiner gleich als die rechte ist und die rechte kleiner gleich als die linke. Und wenn das beides gilt, dann müssen beide Seiten gleich sein. Ja? Also wenn wir zum Beispiel, nennen wir das hier mal G und das mal, also das hier soll mal G sein, ja? Und das hier G-Strich, dann zeigen wir mal, dass g kleiner gleich g' und g' kleiner gleich g ist. Und wenn das gilt, dann müssen beide gleich sein. Warum funktioniert die Strategie ja ganz gut? Weil wir mit dem größten gemeinsamen Teiler arbeiten. Wenn wir an gemeinsame Teiler denken, sind gemeinsame Teiler immer kleiner gleich als der größte gemeinsame Teiler. Und deswegen funktioniert in diesem Umfeld hier diese Strategie ganz gut. Das werden wir gleich sehen. Ja? So, jetzt haben wir hier zwei Teile zu zeigen. Das ist Teil Nummer 1, das ist Teil Nummer 2. Fangen wir mit Teil Nummer 1 an. Wir müssen zeigen, g kleiner gleich g'. G' ist der größte gemeinsame Teiler dieser beiden Zahlen. Wir könnten also zeigen, dass g ein gemeinsamer Teiler dieser beiden Zahlen ist. Und wenn wir das geschafft haben, wissen wir, g ist kleiner gleich als der größte gemeinsame Teiler. Also wir versuchen g, ja, oder nachzuweisen, dass g ein gemeinsamer Teiler ist, dann muss g kleiner gleich als der größte gemeinsame Teiler sein. So, was wissen wir denn schon? Wir wissen, g teilt a, g teilt b und g teilt c. Das wissen wir deswegen, weil g der größte gemeinsame Teiler von a, b und c ist, also muss es ja auch ein gemeinsamer Teiler von a, b und c sein. Davon können wir ausgehen. Jetzt haben wir in einer anderen Aufgabe gezeigt, das schreibe ich jetzt mal hier rechts hin in einer anderen Farbe. Wenn ein Teiler eine Zahl a teilt und eine Zahl b teilt, dann teilt t auch den GGT von a und b. Und wir haben sogar gezeigt, dass das eine Äquivalenz ist. Also t teilt a und t teilt b, genau dann, wenn t den GGT von a und b teilt. Und das können wir hier einsetzen. Wir wissen, g teilt a, g teilt b. Also teilt g nach diesem Satz hier auch den GGT von a und b. Und darauf wollten wir ja hinaus. Wir wollten ja zeigen, g ist ein gemeinsamer Teiler vom GGT AB und von C. Und das müssen wir jetzt wissen. G teilt den GGT AB, g teilt C. Also ist g gemeinsamer Teiler vom GGT AB und von C. Also gilt g kleiner gleich g', was der größte gemeinsame Teiler ist.
Na, jetzt probieren wir das Ganze nochmal andersrum. Wir müssen zeigen, G' kleiner gleich G. Das machen wir so, indem wir versuchen zu zeigen, dass G' ein gemeinsamer Teiler von A, B und C ist. Damit muss es kleiner gleich dem größten gemeinsamen Teiler sein. Was wissen wir? G' ist der GGT vom GGT A, B und von C. Also wissen wir auch, dass G' ein gemeinsamer Teiler ist vom GGT A, B und von C. Ja, und jetzt nehmen wir einfach die Rückrichtung hier bei dem Satz, den wir mal gezeigt hatten. Daraus folgt G teilt A und G teilt B. Ne? Die Implikation hier in die andere Richtung. Ja, jetzt wissen wir, Entschuldigung, G'. So. Jetzt wissen wir, G' teilt A, G' teilt B, G' teilt C. Damit ist G' ein gemeinsamer Teiler von A, B und C und damit kleiner gleich dem größten gemeinsamen Teiler von A, B, C. Also G' kleiner gleich G. Jetzt wissen wir letztlich G kleiner gleich G' und G' kleiner gleich G. Daraus folgt G gleich G'.